Menschen, die für die anderen Opfer bringen, sind Helden. Das war so und wird auch in der Zukunft so sein. Zu diesen gehören nicht nur die vielen berühmten Menschen, sondern auch unsere Eltern, unsere Wohltäter und viele andere Menschen, die ein gutes Herz haben. Auch in der Kirche gab es viele solche Menschen. Ja, die vielen Glaubensboten wie der heilige Kilian sind wichtige Figuren in der Geschichte des Christentums in Deutschland. Viele sind heute stigmatisiert und falsch verurteilt, weil sie Christen sind und für die Wahrheit stehen. Bleiben wir trotzdem mit Gott stark für die Wahrheit. Bleiben wir stark wie der heilige Kilian und andere Glaubensboten. Dafür müssen wir manchmal große und kleine Opfer bringen, manchem widerstehen. Aber Gott sagt, dass er auf unserer Seite ist. Seien wir aber vor allem dankbar für unsere Eltern, unsere Wohltäter und für die vielen guten Menschen, die für uns ein Opfer gebracht haben. So segne und behüte euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.